Rednerin zu diesem Tagesordnungspunkt hat jetzt das Wort die Kollegin Sonja Steffen. Ja, sehr geehrter Herr Präsident, sehr geehrte Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen, während wir im Deutschen Bundestag über Milliardenrettungsschirme für Europa diskutieren, sollten wir die lebensnahen Probleme unserer Bürgerinnen und Bürger beim täglichen Umgang mit den Banken nicht aus den Augen verlieren. Dazu gehören die immer zahlreicher werdenden Kontopfändungen und der nach wie vor nicht umgesetzte Rechtsanspruch auf ein Girokonto für jedermann. Das Problem der Kontolosigkeit hat gravierende Auswirkungen für die Betroffenen. Frau Maisch, Sie haben das vorhin schon sehr gut und sehr anschaulich durch ein Beispiel hier dargestellt. Es ist in der Tat so, dass wir, das haben wir auch heute schon gehört, viele, viele Bürgerinnen und Bürger heute haben, die unfreiwillig kein eigenes Konto haben und deshalb in ganz wichtigen Bereichen im wirtschaftlichen Verkehr nach wie vor ausgeschlossen sind. Dass dies eine Negativspirale auslöst, das, denke ich, werden Sie alle wissen. Bereits Verschuldete geraten dann noch verstärkt in Probleme, wenn für Lohn-, Gehalts- und Mietzahlungen kein Girokonto besteht. Die Bankgebühren für Bareinzahlungen, darauf hat Frau Ley schon hingewiesen, betragen mehr als 10 Euro mitunter, und zwar für jede einzelne Bareinzahlung. Und das ist besonders für Personen mit geringem Einkommen eine Belastung, die sie im Grunde genommen gar nicht tragen können. Nun gibt es seit 1995 eine Empfehlung des Zentralen Kreditausschusses an alle Banken zur Einrichtung eines Girokontos für jedermann. Und ich denke, es war gut, dass wir eine Weile gewartet haben, wie das Ergebnis dieser Empfehlungen aussieht. Nun haben wir schon gehört, wir haben 5 Berichte hinter uns. Die Situation der unfreiwillig kontolosen Bürgerinnen und Bürger in unserem Land hat sich seitdem nicht nachhaltig verbessert. Die Empfehlung lässt nämlich den Banken viel zu viele Möglichkeiten, eine Kontoeröffnung abzulehnen oder ein bestehendes Konto zu kündigen. Deshalb wird sie bis heute bei weitem nicht in ausreichendem Umfang umgesetzt. Und auch Schuldnerberatungsstellen betonen immer wieder, dass die Banken vielfach die Kontoführung verweigern. Hauptgrund ist übrigens, dass die Kontoführungsgebühren die Kosten des Girokontos im Rahmen der Kosten-Nutzen-Rechnung nicht decken. Also kostendeckend werden Girokonten nur durch Guthaben, die die Kunden auf diesen Konten haben, oder durch Inanspruchnahme hoher Dispo-Kredite. Aber viele Kundinnen und Kunden verfügen nicht über ein solches Guthaben, sodass sie sich für die Banken schlichtweg nicht lohnen. Es gibt ein wirklich, man kann schon sagen, ein Unwort der sogenannten Schalterhygiene. Das betreibt die Praxis vieler Banken, dass sie bestimmte Personen von der Eröffnung eines Girokontos schlichtweg verweigern oder dass es zumindest massiv erschwert wird. Und mit Ausnahme des Deutschen Sparkassen- und Giroverbandes lehnen bis zum heutigen Tag alle Verbände der Kreditwirtschaft unverändert jede verbindliche Regelung von Guthabenkonten ab. Und dass es für die Sparkassen in 8 Bundesländern eine Regelung gibt, das ist schön, aber es reicht bei weitem nicht aus, um ein Recht auf ein Girokonto für jedermann zu installieren. Aber nicht nur die Bundesländer fehlen, sondern es fehlen auch die Verpflichtungen für die anderen Banken. Und ich meine, Herr Brinkhaus, wir haben lange genug, er ist gerade gar nicht da, wir haben lange genug geschaut, was diese Empfehlungen uns bringen. Sie haben recht, es hat eine ganze Weile gedauert, aber inzwischen müssten wir alle einsehen, dass wir so nicht mehr weiterkommen, dass es höchste Zeit ist, das verbindliche Recht des Kunden auf ein Girokonto einzurichten, bevor uns Europa auch an dieser Stelle überholt. Ein weiteres Anliegen des Antrages ist heute ein wenig zur Sprache gekommen. Das ist, die Inhalte des Pfändungsschutzkontos gesetzlich verbindlicher zu gestalten. Das Konto, das wissen Sie alle, wurde zum 1. Juli 2010 eingeführt und es schützt den Kontoinhaber vor Pfändungen bis zur Höhe des Pfändungsfreibetrages. So weit, so gut. Das ist eine gute Sache, grundsätzlich also begrüßenswert, weil dadurch dem Schuldner der umständliche Weg zum Vollstreckungsgericht erspart bleibt. Aber in der Praxis hat sich gezeigt, dass das Pfändungsschutzkonto an vielen Stellen Probleme mit sich bringt. Es ist deshalb wichtig, eine Nachbesserung der gesetzlichen Grundlagen zu fordern. Sie werden vielleicht noch wissen, zumindest der eine oder andere von Ihnen, der schon in der 16. Legislaturperiode im Bundestag war, der Rechtsausschuss hatte in den Ausführungen zur Gesetzesbegründung des P-Kontos seine Erwartung zum Ausdruck gebracht, dass das P-Konto nicht teurer sein soll als ein normales Konto.
Aber damals wurde von einer verbindlichen gesetzlichen Regelung abgesehen. Diese Erwartung hat sich leider nicht erfüllt. Der Ärger reißt nicht ab beim neuen Pfändungsschutzkonto. Es gibt Banken, die verlangen bis zu 27 Euro monatlich für die Kontoführung eines P-Kontos. Das ist ein Unding. Besonders wenn man bedenkt, dass gerade die finanzschwachen Menschen unseres Landes auf den Schutz durch das P-Konto angewiesen sind. Aber nicht nur die Gebühren sorgen für Verunsicherung, auch die Bescheinigungen, die von den Banken verlangt werden. Das bedeutet, dass die Menschen teilweise von A nach B laufen müssen, um irgendwelche Bescheinigungen, wasserdichte Bescheinigungen zu erhalten. Und dann wird dennoch nach wie vor gemauert und Kunden, die ihr bestehendes Konto in ein P-Konto umwandeln wollen, werden bei manchen Banken schlecht behandelt oder teilweise sogar öffentlich in der Schalterhalle bloßgestellt. Das muss sich ändern und das sagen auch Verbraucherschützer und Schuldnerberater. Deshalb, meine Damen und Herren, ich muss zum Schluss kommen, gerade in Zeiten, in denen wir über Milliardenkredite und über den Anteil der Banken an der gegenwärtigen Finanzkrise diskutieren, drohen die Menschen, unsere Bürgerinnen und Bürger, immer mehr ihr Vertrauen in die Politik und auch in die Banken zu verlieren. Der Deutsche Bundestag sollte hier ein kleines, aber sehr wichtiges Zeichen setzen und die Banken zumindest an dieser Stelle in die Pflicht nehmen. Ich habe die Hoffnung, zumindest seitens der Fraktion der CDU/CSU, dass sie da mit uns gemeinsam dran arbeiten werden. Bei der FDP ist, glaube ich, Hopfen und Malz verloren. Vielen Dank.